Ich zeige Ihnen, wie man in Excel mit Teilergebnissen eine Tabelle auswerten kann. Ich habe hier eine Liste mit Kunden, Artikelgruppen, Preisen und Warenwerten. Ich möchte zum Beispiel wissen, wie groß war denn der Umsatz von Jumbo? Oder wie viele Nägel habe ich überhaupt verkauft? Oder wie war der Verkauf im Februar? Und so weiter. Natürlich könnte ich das einmal filtern. Ich schalte hier unter Daten den Filter ein, Filtern, und ich könnte sagen, ja, ich hätte doch gerne einmal den ganzen Januar, also ich knipse hier alles weg und wähle nur den Januar, okay, dann sehe ich nur noch den Januar und ich könnte nur noch doppelt filtern, ich will da nicht alle Verkaufsstellen, sondern nur den Jumbo, okay, und ich sehe, bei Jumbo gab es zweimal eine Bestellung. Hier könnte ich das nun summieren oder ich kann es auch einfach markieren und ich sehe sofort hier unten die Summe, das Maximum, Minimum, die Anzahl und noch den Durchschnitt, ohne dass ich hier überhaupt eine Formel eintrage. Ich will nun aber, dass mir Excel diese Liste gerade sauber büschelt. Ich lösche diesen Filter wieder und ich beginne nochmals und löse das nun mit Teilergebnissen. Ich möchte zum Beispiel wissen, wie groß waren die Umsätze all dieser Verkaufsstellen. Ich stelle zuerst den Cursor hier bei Kunde rein, denn zuerst will ich nach Kunden sortieren und die Auswertung über all diese Verkaufsstellen machen. Ich sortiere von A bis Z und füge nun hier hinten unter Teilergebnis ein Teilergebnis ein. Hier fragt mich Excel nochmals, nach was will ich denn gruppieren. Ich will nicht nach Monat, das wäre die erste Spalte, sondern nach Kunde gruppieren. Dann will ich die Summe wissen des Umsatzes. Ja, und hier der totale Warenwert. Okay, und schwupps, alle Teilergebnisse erscheinen sofort hier fett auf einer speziellen Zeile. Hier habe ich den totalen Umsatz, hier von Jumbo, hier von Landi. Perfekt. Oben links sehe ich noch etwas. Ich habe hier eine Gliederungsansicht. Im Moment sehe ich alle drei Ebenen. Wenn ich hier auf die 2 klicke, dann sehe ich die Produkte hier zwar nicht mehr, aber ich sehe noch die verschiedenen Verkaufsstellen. Oder dann hier auf die 1, dann sehe ich nur noch das Gesamtergebnis. Ich klicke nun wieder auf die 3 und sehe alle Ebenen. Ich mache das nun nochmals. Ich lösche hier oben die jetzige Auswertung. Ich gehe nochmals auf Teilergebnis und sage, alle Ergebnisse sollen mal entfernt werden. Ich beginne nochmals. Ich sortiere die Artikelgruppe von A bis Z, gehe wiederum zu Teilergebnis. Das ist nun die Artikelgruppe. Artikelgruppe, wiederum die Summe, Warenwert, okay. Und ich habe nun alle Nägel hier, alle Nieten und so weiter. Ich passe meine Auswertung nochmals an. Ich will nicht wissen, wie viel der Gesamtwarenwert aller Nägel ist, sondern ich will wissen, wie oft wurden denn Nägel verkauft. Ich gehe da wieder zu Teilergebnis. Ich ändere hier nur bei der Artikelgruppe von Summe auf Anzahl, wie oft wurden Nägel verkauft. Okay, 17 Mal, 5 Mal Nieten und hier unten 30 Mal Schrauben. Zum Schluss hätte ich noch gerne ein doppeltes Teilergebnis. Ich möchte nämlich hier nicht nur die Anzahl Verkäufe der Nägel, sondern ich hätte hier auch gerade gerne den Durchschnittspreis dieser Nägel. Das geht so. Ich gehe zu Teilergebnis. Ich entferne hier diesen Haken. Vorhandene Teilergebnis will ich diesmal nicht ersetzen. Also ich will nicht etwas Neues, sondern etwas Zusätzliches. Ich sage hier, beim Preis hätte ich noch gerne nicht die Anzahl, sondern den Mittelwert, also den Durchschnitt, und klicke auf OK. Dann habe ich hier überall den Mittelwert, hier diese Preise und die Anzahl getätigter Verkäufe. Das war's.